Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Zelda 2 The Adventure of Link. Ich bin Rönne und bedanke mich, dass ihr reinschaut. Wir befinden uns nun im Parappa-Palast, dem ersten Palast hier. Und in dem heutigen Video will ich auch ordentlich was schaffen, nachdem ich in der ersten Episode so viel gefarmt habe, um mich nun hier so hoch zu leveln, dass wir einen Kampfwert von 3, einen Magiewert von 3 und einen Lebenswert von 4 besitzen. Ja, die Gegner, die ihr gerade gesehen habt, bringen auch keine Erfahrungspunkte und klauen uns aber welche, wie wir das ja aus der ersten Episode kennen. Da haben wir auch schon welche, die uns Erfahrungspunkte klauen. Aber ihr seht, die Gegner hier, die bringen ordentlich was ein. Ja, zumindest hatten wir bis jetzt noch keine, bis auf dieses Skelett. Aber in den Palästen bringen die Gegner schon ordentlich Erfahrungspunkte. Und ich hoffe, dass es mir gelingt, einmal aufzusteigen, vielleicht auch während des Endkampfes. Denn der Endboss bringt ja auch nochmal Erfahrungspunkte. Und das zweite Mal dann natürlich durch das Einsetzen des Kristalls, dass wir hier noch 2 Stufenaufstiege haben. Und wenn uns das gelingt, werde ich im heutigen Video dann auch schon weitermachen und mich auf den Weg zum nächsten Palast machen, allerdings vorher noch etwas anderes besorgen. Ich wollte ja nicht mehr so oft spoilern hier, aber dann erzählt man doch von seinem Vorhaben. Ja, bei denen aufpassen, wie gesagt, die klauen... Oh, die können wir nicht töten, die Gegner. Wir können die nur kurz lähmen, dass wir durchgehen können. Die ziehen uns nicht nur Lebensenergie, sondern auch Mana ab. Was hier ja jetzt noch nicht so schlimm ist. Wir sind ja hier noch nicht so auf Mana angewiesen. Ah, nochmal Skelette. Nochmal 30 Erfahrungspunkte. So, diesen Aufzug, den lasse ich erstmal links liegen. Ich glaube, da müssen wir später lang. Vielleicht haben wir auch Glück und ein Gegner verliert einen Erfahrungsbeutel. So, hier könnten wir uns heilen, das hebe ich mir aber noch auf. Noch sind wir ja noch gut dabei und ich glaube, beim nächsten Aufstieg dürfte es Leben geben. Aber das werden wir wahrscheinlich eh erst zum Endgegner schaffen. Wenn überhaupt. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Man hat in diesen Schlössern auch wenig Möglichkeiten, nochmal zurückzugehen und zu farmen, da die Gegner, bis auf diese Schleimis hier, glaube ich, gar nicht respawnen. Ja, oder die, die keine Erfahrungspunkte bringen halt. Die kommen ja eh immer. Vor dem müssen wir uns in Acht nehmen. Den richtigen Augenblick abwarten, rüber zu gehen. So, 50 Erfahrungspunkte. So, hier haben wir nochmal ein volles Fläschchen Mana, was uns aber nicht wirklich was bringt. Ah, nein! 10 Punkte hat er mir gerade geklaut, weil ich hier blöd durch die Gegend hüpfe und einfach mal oben schauen wollte, wie viele Erfahrungspunkte uns jetzt noch fehlen. Uns fehlen auf jeden Fall 485 Punkte noch für einen Aufstieg. Könnte knapp werden. Ob uns das jetzt tatsächlich hier im Palast gelingt, so viel zu sammeln. Komm, Stich in den Rücken. So, mit den beiden Schlüsseln, die wir gesammelt haben, können wir jetzt, glaube ich, zum linken Aufzug. Soll ich die Fee schon nutzen? Nein. In der Not können wir ja auch nochmal ein Schutzschild machen. Ah, na toll. Vielleicht sollte ich die Fee doch nutzen. Denn ich glaube, diese Viecher werden wir noch ein paar Mal haben. Ich gehe die Fee mal holen. Dann sind wir geheilt. Aber dann ist sie halt auch für den Palast verbraucht. So, schnapp. Ah, der Glibber ist wieder da. So. Nochmal 2 Punkte mehr, die wir haben. So, der kleine Junge im ersten Video im Dorf meinte ja, wir... Uah, Mann. Normalerweise rennt man hier geradeaus durch und die tun einem nichts, aber durch das Reden bin ich jetzt hier voll aus dem Flow raus. Der Junge aus dem ersten Video meinte ja, dass wir hier die Kerze... Nicht die Kerze... Doch,
doch, die Kerze, genau, im Westen holen müssen. Und genau da sind wir gerade hin unterwegs. Ich spoiler schon wieder, Leute. Aber nochmal 50 Erfahrungspunkte, die hier schön rumliegen. Hüpft erstmal nach unten. So. Ja, okay, dass der kleine Magie verliert, ist nicht so schlimm. Ärgerlicher ist es, wenn so ein Gegner das macht. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht beschworen. Boah, Leute, echt jetzt? 50 Punkte wurden mir geklaut. Oh, der Ritter. So, und damit haben wir die Kerze. Ab sofort ist es in Höhlen nicht mehr dunkel. Das heißt, wir können die ganzen Höhlen auf der Oberwelt bereisen. Und mal schauen, was sich da verbirgt. Alleine das bringt schon wieder ordentlich Erfahrungspunkte dann. Uah, nee, komm, hüpf mal runter. So. Kein Bock, Schaden zu kriegen. Könnte tatsächlich knapp werden mit dem Stufenaufstieg in diesem Palast, wenn ich das so sehe. Hoffen wir einfach mal das Beste. Ah, Mist. Wie gesagt, einigen kann man gut aus dem Weg gehen. Jetzt sind wir einmal getroffen worden. Das geht noch. So. Bin ich mal gespannt, ob uns das noch gelingt. Ich glaube schon fast nicht. Ich glaube dafür... Ah, Mist. Shit. Und jetzt bin ich auch noch so stark angeschlagen. Und ich habe die Fee schon verwendet. Können wir noch mal rausgehen? Heilen? Ich weiß es nicht. Ah, könnte knapp werden. Und ein Leben haben wir ja schon verloren. Ah, das sind Schwertkämpfe. Spannung pur. So. Ja, du standst ungünstig. Das tust du auch. So. Ah, ich glaube nicht, dass wir es hinkriegen. Obwohl, ich weiß nicht, was kam denn noch alles? Nicht zu voreilig ran. Ich will nicht Schaden kriegen. Ah. Einer von denen. Oh! Doch, Leute! Noch 5 Erfahrungspunkte für den Aufstieg. Meine Rechnung ging auf. Dank dieses Beutels. Da haben wir schon den Endgegner. Ich nutze mal mein Schild. Durch unsere Angriffskraft dürfte der jetzt eigentlich gar nicht so schwer sein. Wir hauen auf jeden Fall pro Treffer ein Feld weg. Fehlen nur noch 2. Ja, komm nochmal. Sehr schön. Wow, sehr gut. So, Stufenaufstieg Magie wird erhöht. Zack. Ja, und dann setzen wir hier jetzt den Kristall ein und... Ich dachte, es käme erst... dass noch eine 800er Abstufung kam. Ich dachte, wir wären direkt schon bei 1000. Okay. Und Leben wird erhöht. Das heißt, beim nächsten Aufstieg erhöht sich wieder unsere Kampfkraft. Sehr schön. So, wenn dann ein Palast komplett gelöst hat, sprich den Wächter besiegt und den Gegenstand gefunden, dann wird dieser Palast zum Stein, dass man ihn auch nicht mehr betreten kann. Und jetzt seht ihr, man kann in den Höhlen endlich sehen, was da los ist. Sehr gut. Sehr, sehr schön. Okay.
Das heißt, wir können hier... Ja, ein paar Gegner können wir hier ja nochmal bekämpfen. Wir können jetzt hier auch die Höhlen endlich mal abklappern, die wir hatten. Ein Dorfbewohner hat uns ja noch den Tipp gegeben, dass es südlich des Schlosses Magie gibt. Schauen wir gleich mal nach. Dann müssen wir noch die Trophäe zurückbringen, um einen weiteren Zauber zu lernen. Oh, jetzt habe ich einen schweren erwischt. Gibt die da gut Punkte? Ah! Das war aber geschickt geworfen, mein Freund. So, und ihr seht, man braucht für die Gegner jetzt nur noch einen Treffer. Das ist natürlich gut, dass wir jetzt schon eine Kampfkraft von 3 haben. Das erleichtert uns so einiges. Ach komm, Fee. Eigentlich wollte ich die Fee. Naja, dann nehmen wir euch. Und ein bisschen Erfahrung sammeln. Ah ja, Mana, Mana, Mana. Noch mal ein paar Gegner. Na, hat wieder einer Mana dabei oder kriegen wir jetzt 10 Punkte raus? Ja, wir kriegen tatsächlich 10 Punkte raus. So, betreten wir diese Höhle. Die bringen auch schon 3 Erfahrungspunkte. Oh, die sind 10 wert, auch nicht schlecht. Ja, und damit haben wir unserem, ja, Mana erhöht. Unsere Menge. So, wir haben uns ja vorhin ausgerechnet 64, oder im letzten Video 64 Mana. Sind das bei 4 Feldern? Teilen wir das also durch 4, sind wir bei 16. Das heißt, wir haben jetzt einen Wert von 80. Bedeutet, dass wir Schild 5-mal zaubern können. Das heißt, wenn wir das zaubern, dürfte ein Feld weggehen. Jawohl. Okay. Dann haben wir die Höhle schon mal erforscht. Und hier nochmal ein paar kleinere Gegner. Ja, ja. Es lohnt sich das auch mal Mana aufzuheben. Ich wollte nur mal schauen, ob meine Rechnung aufging. Ah, die leichten Gegner im Wald, die sind noch langweilig. Und können uns Erfahrung kosten. Komm. So. Genau, dann wollen wir noch in die Höhle, in die Wüste. Zack. Aha. Kleiner Flattermann, komm her. Boah, Mann, auch der verliert Mana. Was soll das? Das war richtig riskant. Hätte der jetzt während des Sprungs geschossen, dann wären wir in die Lava gefallen und hätten schon wieder ein Leben verloren. Oh, jetzt kommen die schon in Rot. Aua! Aua! Hey, nicht mit mir, mein Freund, so. Und damit haben wir auch die Trophäe für den nächsten Zauberspruch. Hier liegt noch Mana rum. Komm. Na, der fliegt weiter zurück. Wegen 3 Punkten will ich jetzt nicht ein weiteres Leben riskieren. Na komm, dich nehmen wir mit. Du bringst Erfahrungspunkte. Machst Schaden. Aber wir kommen ja eh gleich in den Dorf. Können wir uns auch wieder heilen. Oh. Nervig. Wow. Nehmen wir hier nochmal ein bisschen was mit. Dann sind wir bei 150. Wenn uns keiner was klaut.
Na, 152 sogar. So. Aus hier. Nee, komm. Die kleinen brauche ich jetzt nicht. So, erstmal die Heilerin suchen. Da bist du doch schon. Bitte lass mich dir helfen. Komm doch rein. Ich kann deine Lebenskraft wiederherstellen. Dankeschön. Die stellt unser Mana wieder her. Die orangene alte Dame. So, und hier war es doch, ne? Hattest du nicht erzählt, dass die Trophäe gestohlen wurde? Du hast unsere Trophäe gerettet. Komm rein und schau dir meinen... Und ja, treff dich mit meinem Onkel. Schau dir meinen Onkel an, guck sich ein bisschen, hört sich ein bisschen blöd an. Triff dich mit meinem Onkel. Onkel, was bringst du uns denn bei? Damit kannst du sehr hoch springen. Ja, das klingt jetzt erstmal nicht nach einem tollen Zauber, aber wir werden ihn benötigen. Nicht nur, um im Spiel weiterzukommen, sondern ist dieser Zauber auch bei bestimmten Gegnern sehr, sehr vorteilhaft. So. Ja, wir sollen nicht nach Süden gehen ohne eine Kerze. Wir haben jetzt aber eine Kerze, junge Dame. Und jetzt können wir uns auch mal den Weg hier nach Süden wagen. Ich glaube, hier müssen wir, ja, wieder durch eine Höhle. Was ja jetzt kein Problem ist mit der Kerze. Och, Mana. Ihr mit eurem Mana. So. Ach, er schon wieder. Du hast mir eben schon ordentlich wehgetan. Gerade schon wieder. Habe ich mich nicht schnell genug umgedreht. Zack. Kellerasseln des Todes. Ach, schon wieder er. Du bist doch nur hier im Spiel, damit es heißt, bei Zelda war wieder ein Bumerang dabei. Ah, die Roten, die sind auch nicht ohne... bevor er sich entfalten konnte. Ja, jetzt seht ihr, warum wir den Sprungzauber brauchen. Sonst kommen wir hier nämlich nicht weiter. So, was haben wir hier? Eine kleine Fee, die holen wir uns direkt mal ab. So, oh. Dann sind wir jetzt hier im Sumpf. Oh, toll. Ihr bringt 10 Punkte und dann verliert ihr Mana. Ärgerlich. Ah, wir kriegen unser verlorenes Leben zurück. Schreibe ich auch mal auf, genau wie die, diese speziellen Orte, wo man Erfahrungspunkte kriegt. So, ihr seht, jetzt sind die Kampfbegegnungen natürlich auch etwas effizienter, sehr schön, was den Aufstieg angeht. Das heißt, ich werde hier nicht mehr so viel farmen müssen, wie im ersten Video. Weil man jetzt einfach besser aufsteigt. Und wir haben schon gut vorgelegt mit dem, was wir haben. Oh, toll. Mana. Bup, 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 bup. Rechts noch einer, den wir erledigen können. Ah. Aua. Der hat uns fast verletzt. So, da unten haben wir doch ein Waldstück. Wollen wir da mal hin?
Ah, nein, nicht ihr. Ihr seid auch doof. Die klauen auch Erfahrungspunkte, aber die bringen wenigstens welche. Oh, ja. Oh. Da tun wir uns zurück, was du uns geklaut hast. Okay, diese Brücken mag ich nicht mit diesen komischen Fischen. Was haben wir hier? Ah! Hier haben wir nochmal Erfahrungspunkte versteckt. Nochmal 100. Sehr gut. Und wir haben hier hinten das nächste Dörfchen. Das wir besuchen können. Und schon 57% zum nächsten Stufenaufstieg. Meine Nase juckt. Kann sein, dass ich gleich mal niesen muss. So, wo sind wir denn hier? Der Hafenstadt von Saria. Würde ich jetzt sagen, Wasserstadt, Hafenstadt. Die Augen von Ganon sind überall, sei vorsichtig. Sorry, ich weiß gar nichts. Dann folge ich dir mal unauffällig. Weißt du denn irgendwas? Sorry, ich weiß nichts. Oh Mann. Nichts zu erzählen, die Guten. Wen haben wir hier? Ich habe einen Spiegel unter dem Tisch gefunden. Okay. Ich schreibe dir mal auf. Im Midoro-Sumpf finde einen nützlichen Handschuh. Hallo. Ja, die kann unser Mana auffüllen, da brauchen wir gerade nicht. Den haben wir hier. Ein Schleimi, der uns anschnarcht. Was hat es mit ihm nochmal auf sich? Das weiß ich gerade gar nicht. Ah, die Heilerin brauche ich jetzt nicht übersetzen. Die sagt ja auch immer das Gleiche. Ding, ding, dong, dong, dong. Und was haben wir hier? Nur Dorfbewohner dürfen den Fluss überqueren. Ah, ja, hier mussten wir, glaube ich, irgendwen finden, damit er uns rüberlässt. Aber für wen brauchen wir jetzt den Spiegel? Den wir gefunden haben. Ah, da kommt jemand aus dem Haus. Oh! Du hast meinen Spiegel gefunden. Folge mir. Ja. Damit haben wir einen weiteren weisen Mann gefunden. Den weisen Mann dieses Dorfes. Der uns wieder einen neuen Zauber beibringen wird. Was bringt er uns denn bei? Nutze diese Magie, um deine Lebenskraft wiederherzustellen. Das ist sehr gut. Jetzt werden wir auch Mana häufiger benutzen. Der ist zwar recht teuer mit 60, aber wir können uns halt heilen. Das hat natürlich einen enormen Vorteil. Okay, wir könnten in den nächsten Palast, in den Sumpfpalast, aber ich würde trotzdem gerne erst auf die andere Seite dieses Dorfes. Irgendwo gab es, glaube ich... Oh, was sind denn die schweren Gegner hier? Achso, die. Ja, genau. Machen wir. So. Und nochmal der hier. Zack. Hier waren wir drin, ne? Ja, oder? Ja, ich glaube, hier war Erfahrung, ne? Was sollen das eigentlich für Tiere darstellen? Wo kommen wir hier hin? Hätten
hinten war noch ein Waldstück. Habt ihr es gesehen? Bestimmt noch was versteckt. So, hier haben wir zumindest nicht die blöden Fische, die uns auch Erfahrung klauen. Einfach Kellerasseln und Seifenblasen. Tödliche Gegner, kennt man aus dem wahren Leben. Seifenblasen und Kellerasseln. Ach, hier ist nur eine Fee, okay. Ach, Mist, genau. Na, gelingt es uns? Vorteil ist, wir können uns jetzt mittlerweile heilen. Wir sind gerade bei voller Energie. Und vor allen Dingen haben wir unsere Kampfkraft auf 3. Und trotzdem springt uns die Spinne ja noch ganz frech ins Gesicht. Na toll. Na, mit wie vielen Punkten soll ich herausgehen? Wir machen 720 voll. Und gut ist. Zack. Ah komm, so, so. Okay. Leichter Gegner. Das gibt auch noch gut was. Wir haben uns noch gar nicht die schweren Gegner im Sumpf angeguckt. Und ich glaube, hier im Wald, genau, hier gab es immer versteckte Plätze. Und ich glaube, hier ist auch jemand, der uns dann ermöglicht, dass wir über die Brücke dürfen. Ich spoiler schon wieder, Entschuldigung, Leute. Ist einfach, ich habe dieses Spiel damals so geliebt. Und, man ist einfach froh, wenn man das auf einmal wieder spielt und weiß, ah ja, das war so und so. Und wenn die Erinnerungen da langsam wieder hochkommen. Wobei, ich habe nochmal nachgedacht. Ich glaube tatsächlich, obwohl ich das Spiel damals so gesuchtet habe, dass ich es nie durchgespielt habe. Ich glaube, im letzten oder vorletzten Palast bin ich tatsächlich nicht weitergekommen. Und ich hoffe, das wird mir jetzt hier im Let's Play gelingen. Wäre sonst ärgerlich. Ah, haben wir noch rechts von diesen komischen Rüsseltieren was? Ich weiß überhaupt nicht, was das darstellen soll. Hier ist aber auch keiner mehr. Oh Mann, hier sind die ja überall. Naja, bringt Erfahrungspunkte. Und Mana. Ganze Schar. Das aber auch ordentlich was weggehauen hat. Ich gucke nochmal, ob im linken Abschnitt noch ein paar sind. Fehlen ja nur noch 160, dann steigen wir schon wieder auf. Ja, und nochmal. Hier ist ja nichts. Ich glaube, in dem waren wir schon. Ne? Wir sind eben den Weg links lang gegangen, nicht rechts. Das heißt, wir kommen hier nochmal hin, wo nichts ist. Gehen dann weiter nach links. Ah, ich meine, ich wäre von links gekommen. Ja, dann gibt es tatsächlich eine Begegnung, wo nichts ist. Einfach nur nervig. Oder ich bin anfangs reingegangen, ohne es zu merken. Das kommt gut. Fehlen nur noch 100. Oh Mann. Ja, man muss ja auch den Heilzauber irgendwann mal auspacken. Ah, hier haben wir ein Häuschen. Margu ist mein Name. Zeige meinen Brief dem Flussmenschen.
dem Flussmann, dem Flusswächter. Ja, damit lässt er uns dann auf die andere Seite. Ich glaube, wir hatten hier auch noch ein paar Höhlen, die wir jetzt noch erforschen können. Und wir sind ja gleich schon wieder beim nächsten Aufstieg. Ja, früher als gedacht. Jawohl. Oh, schon ein Angriffswert von 4, Leute. Das ist geil. Das ist sehr, sehr geil. Ich will den Schweren mal sehen. Ach, ist dasselbe nur mit denen noch dazu. Wobei hier im Sumpf finde ich die gar nicht so schlimm. Weil wir ja nur diese Oktopuswesen haben. Die jetzt nicht so agil sind, die uns einfach nur beschießen. Oh, also schwere Gegner im Sumpf kann man durchaus machen. Läuft halt Gefahr, dass die einem Erfahrungspunkte klauen. Aber ist durchaus einfacher als die schweren Gegner im Wald. Okay. Okay. Ja, mit unserer aktuellen Kampfkraft ja auch kein Problem mehr. So. Da oben haben wir eine Höhle. Da will ich mal reinschauen, Leute. Was gibt's hier? Aua. Ah, Mann. Oh, ja, ich benutze mal Heilung. Wir haben ja hier direkt Mana. Und uns da wieder aufheben. Na, was ist hier versteckt? 200 Erfahrungspunkte. Okay. Leider kein Lebenscontainer oder nochmal Magie erhöhen. Aber 200 Erfahrungspunkte. Okay, durch die Höhle kommen wir noch nicht. Leute, ich glaube, haben wir hier noch eine Höhle im Sumpf oben? Die eine Höhle haben wir besucht. Hier war, glaube ich, auch ein Fels vor. Haben wir oben noch eine? Ich weiß es gerade nicht. Aber jetzt sind wir... Oh, in dem war ich noch nicht. Okay. Oder respawnen die hier auch? Hm. Dann war ich jetzt tatsächlich noch nicht drin. Ah, hier war es mit den blöden Fischen. Dann gehe ich lieber hier lang. Gehe ich hier über die Brücke. Ich will nicht meine Erfahrungspunkte verlieren, Leute. Sechs. Neun könnten es sein. Oh, toll. Noch so eine Seifenblase erwischt. Oder was immer das darstellen soll. Okay, genau 400 Punkte. Also ein Drittel des nächsten Stufenaufstiegs schon zusammen. Hier kommen noch mal ein paar Gegner. Ich
Sag mal. Ja. Ich stelle mich wieder super an heute. Ach komm. Obwohl brauchen wir nicht. Wir kommen ja gleich in ein Dorf. Wir kommen doch gleich in ein Dorf. Da können wir uns doch nochmal heilen lassen. Wo ist die Heilerin? Nee, du warst es nicht, ne? Sorry, ich weiß nichts. Was? Ja, deinen Spiegel haben wir dir schon wieder gegeben. Ich wundere mich gerade, dass die Bewohner hier zu Fledermäusen werden. So. Ach, gib doch noch Erfahrungspunkte. Bist du auch eine Fledermaus? Du siehst so aus. Nö, aber du. Nö, okay. Wo ist die Heilerin? Wo ist die Heilerin? Du bist es nicht. Du auch nicht. Du bist die Heilerin. Ja, ja. So, du Lappen, ich hab hier ein Schreiben von Bagu. Du kennst Bagu? Ja, dann kann ich dir helfen, den Fluss zu überqueren. So, damit kommen wir auf die andere Seite. Wobei, der Palast ist ja eigentlich oben im Sumpf. Aber ich möchte hier auf der Seite noch ein bisschen was erledigen. Wir haben hier so ein kleines Labyrinth. Die Höhlen bringen nicht nur gut Erfahrungen, sondern auch einen sehr nützlichen Gegenstand mit sich. Ich hoffe, ich finde mich hier im Labyrinth zurecht. Ich werde einfach nach System vorgehen und hoffen, dass das Sinn haut. Ja, hier haben wir nur eine Möglichkeit. Oh, seit wann seid ihr denn so agil? Und bewegt euch. Was sind das denn für Sitten? Oh, ich entscheide mich hier mal für den linken Weg. Oh, nö. Nö. Ihr blöden Erfahrungsdiebe. Ich will mir aber nichts klauen lassen. Nö. Ich will lieber noch ein bisschen Erfahrung mitnehmen von euch. Uhaha. Er hat sich im Stein festgefangen, der auch. Oh nein, der muss uns natürlich jetzt noch was abzocken. Der Sack. Das kann natürlich tödlich sein, wenn man dann rüberspringt und von denen getroffen wird. Dann fällt man in die Lava. Okay, da ist keiner. Na, ich gehe hier mal nach oben. Bei der Viererkreuzung links und oben. Oh, und hier haben wir einen Aufzug. Verdammt, verdammt. Die waren nicht ohne. Ich glaube, ja, die können wir noch nicht mal durch unseren Fernkampf treffen. Bringen aber auch 70 Erfahrungspunkte. Jetzt kommen wir hier raus, dann gehe ich hier mal nach links. Oh, von der Seite ist doch übel. Da kriegen wir doch auf jeden Fall Schaden. Über den können wir doch nicht drüber springen. Nee, habe ich mir gedacht. Moment, hier haben wir auch einen Aufzug. Oh, du bist runtergefallen. Ich wollte dich eigentlich...
Oh oh, oh oh, oh oh. Ein bisschen Mana wäre nicht schlecht, ne? Wo führt uns der linke Weg hin? Sind wir hier nicht schon oben lang gegangen? Oder? Ne, das war die Viererkreuzung, ne? Hier ist nichts. Hier sind wir schon lang gegangen. Okay. Ah, da. Aber. Hä? Na, gehen wir hier mal wieder lang. Ich hab jetzt schon den Faden verloren. Genau, ich wollte mal gucken, ob das wirklich die Kreuzung war, die wir eben gesehen haben. Ich weiß es nicht. Wir haben ein kleines Waldstück. Können wir mal einen Gegner besuchen hier? Noch mal ein bisschen farmen. Ja, ein bisschen Mana. Jetzt freue ich mich tatsächlich über Mana, weil wir uns dann wieder heilen können. Entschuldigung. Okay, dann müssen wir hier wieder zurück. An den blöden Fischen. Oh, Mana. Die. Will ich haben. Uha. Nochmal Mana, jawohl. Nochmal heilen. Genau, dann gehe ich mal hier unten lang. Gucken mal, wo das hinführt. Okay, das wird in die Sackgasse. Leute, jetzt habe ich mich tatsächlich hier im Labyrinth verlaufen. Ich glaube, die Lösung ist, bei einem dieser Aufzüge richtig zu gehen. Ah. Nee, ich will nicht. Bah. Na toll, jetzt hat er uns doch noch Mana geklaut. Ich glaube, hier sind wir noch nicht lang gegangen, ne? Gucken wir mal, wo führt das hin? Doch, aber hier oben dann noch nicht, oder? Mann, ich bin total raus. Nee, hier sind wir tatsächlich noch nicht gewesen. Und die sind einfach nur wieder gespawnt. Und normalerweise tun die das doch hier in den Höhlen nicht. Nee, hier waren wir tatsächlich noch nicht. Oh nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo führt der linke Weg hin? Schon wieder so eine blöde Kreuzung. Oha, oha. Na. Ja, ich glaube, so kommen wir wieder zurück, oder? Aber wir können hier die Erfahrungspunkte sammeln in den Höhlen. Ist auch nicht das Schlechteste. Und auch nochmal Mana, damit wir uns gleich auch nochmal heilen können. Blau. Fast was Jongleur-artiges, so viele
Bumeränge, die er hatte. Bumeränge, Bumerangs. Keine Ahnung. Bumerung? Bumeringi? Oha. Oha. Magie. So. Gucken wir mal, was günstiger geworden ist. Das Leben und das Hüpfen ist günstiger geworden. Hatte ich dich nicht schon erledigt? Ah ja, die respawnen ja eh immer. Dann, wenn das Leben günstiger geworden ist, heilen wir uns auch direkt mal. Oh. Okay, jetzt sind wir wieder am Anfang. Also nochmal zurück. Ah! Wir hatten ja noch ein paar Aufzugmöglichkeiten in der einen Höhle. Da ist ja doch noch andere Abzweigungen. War das hier jetzt? Ich glaube ja. Nee. Was hier? Na, kann auch ganz schön nerven, ne? Aber hier sind wir noch nicht rechts gegangen, oder? Da sind wir oben noch nicht lang gegangen. Mann, Mann, Mann. Wird wieder ein längeres Video heute. Doch, hier sind wir lang gegangen. Ich glaube schon fast, dass wir dann hier unten lang müssen, oder? Ist das der Fluss, den wir kennen, oder der Fluss, den wir nicht kennen? Aua! Ah, du Drecksack! Ich glaube, hier waren wir tatsächlich noch nicht. Nein, das sieht... Nein, hier waren wir auch noch nicht. Ah. Mana, Mana. Da bräuchten wir mal einen Sprung. Oh, 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 oh. Wir brauchen sowieso den Sprung. Der hilft nämlich bei den Gegnern hier ungemein. Damit wir seiner Wurfattacke ausweichen können. Oha. Ah, das ist einer der schwersten Zwischengegner, finde ich. 100. Ah, ich glaube, für Leben reicht es nicht. Aber ich mache es jetzt, während er auflädt noch. Ja, sehr gut. Also während des Aufladens von so einem roten Trank direkt einen Zauber sprechen, weil dann lädt er ihn noch weiter auf. Okay, ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg zu dem, was ich vorhatte. Oha, 200. Sehr schön. Seht ihr jetzt, was ich meine mit Farmen? Werden wir nicht mehr müssen. Wobei, ich glaube, dieses Gebiet sollte man ursprünglich auch erst später machen, nach dem zweiten Palast. Aber ich finde, so wie wir uns aufgewertet haben, können wir das auch jetzt schon in Angriff nehmen. Schon mal den einen oder anderen Vorteil nutzen und damit halt nochmal einen Stufenaufstieg nutzen, bevor wir in den nächsten Palast gehen. Mit unserer aktuellen... Mit unserer aktuellen Stärke dürfte das eigentlich auch gar nicht so schwer werden. Und solange wir solche Gegner wie diese haben, kriegen wir auch gut Erfahrungspunkte zusammen. So... Ah, das war dumm.
Ah, okay. Moment. Seht ihr das? Wir sind schon fast wieder voll. So, und hier wollen wir rein. Genau hier. Und jetzt muss ich noch mal ein bisschen rumzaubern. Wow. Zwei Eggs hintereinander, was fällt dir denn ein? Man verliert ja nur Mana. Ich glaub's nicht. Ah ja, die Fledermäuse. Der hüpfende Ameisenbär oder was es darstellen soll, ich weiß es nicht. Hier haben wir nochmal... Hier ja, auch mehrere Wegmöglichkeiten. Ei, schön. Hier haben wir eine Sackgasse. Rechts oder links? Ich gehe erstmal nach links. Ah, die Viecher können wir noch gar nicht erledigen da auf dem Boden. Und jetzt haben wir da noch den. Komm doch runter. Komm runter. Shit. Oh, 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 oh. Geht zwar auch so, aber mit Jump ist das doch einfacher umsetzbar. Ah, sehr schön. Sehr schön. So, jetzt hat man auch gesehen, wie man da noch einiges rausholen konnte. Wenn man zaubert während des Aufladens. Müssen wir tatsächlich rechts lang, um ans Ziel zu kommen. So. Ah, hüpf weg, dich brauchen wir nicht. Ich glaube, es kommt noch. Ah, die kommen wieder, okay. Ah! Ist ja eben die Platz gemacht, ohne Schaden zu kriegen. Aha, und jetzt auch die wieder. Jawohl. So, und warum ich hier lang bin? Denn in dieser Höhle findet man den Hammer und damit können wir nun, ja, die Steine zerstören, die die Höhlen im Sumpfgebiet noch blockieren. Das heißt, die können wir jetzt auch nochmal schön abgrasen, aber das machen wir im nächsten Video. Das Video ist ja schon wieder fast eine Stunde lang hier. Aber ich wollte hier halt auch... Ah, nein! Oh, nein! Oh, das war knapp. Ihr seht, durch solche Sachen, auch wenn man seinen Sprung nochmal umlenken will, kann es schnell passieren, dass man stirbt. Was wollte ich sagen? Ja genau, die Höhlen, das werden wir im nächsten Video dann machen. Ach, hier war auch Sackgasse, ich muss oben wieder raus. Und dann den nächsten Palast. Dann dürfen wir auf jeden Fall nochmal aufsteigen. Wenn nicht sogar noch zweimal vor dem nächsten Palast, aber ich weiß auch gar nicht mehr, wie viele Erfahrungspunkte man da so rausziehen kann. Und schau, mit wie vielen wir dann das Ganze verlassen. Aber bevor wir den Palast halt im nächsten Video machen, würde ich, wie gesagt, da auch gerne nochmal die Höhlen untersuchen, wo Steine vor sind. Und ich glaube, hier ist noch was versteckt.
Jawohl. Ja, hier finden wir nochmal Mana oder Magic, genau. Damit haben wir jetzt 6 mal 16, also 96 Mana. Was natürlich jetzt auch gut ist. Na, zweimal Leben reicht zwar nicht. Aber die anderen Zauber. Upp, upp, upp. Ja, komm, das mache ich hier noch. Na, jetzt muss er wieder hoch, ne? Jetzt muss er wieder hoch, der Gute. Moment, Moment, Moment. Links haben wir auch noch welche. Dann können wir es hinkriegen, dass uns nur noch 100 Punkte zum Aufstieg fehlen. Jawohl. Oder 99, um genau zu sein. Und war hier hinten nicht auch noch irgendwas? Oh, nein, 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 nein. Ah, die sind... Fuck, jetzt bin ich in richtig kritisches Gebiet reingegangen. Shit. Ja, die klauen mir nämlich jetzt die ganzen guten Erfahrungspunkte wieder. Und dann verliert dieser Typ auch nur noch Mana. Shit. Schnell raus, bevor wir hier noch mehr verlieren. Und die zocken ordentlich ab, wie ihr seht. Ich glaube, ich muss durch die Höhle, die wir da gerade gesehen haben, jetzt irgendwie wieder zurück. Da muss ich nicht durch das Labyrinth. Oder? Nee, ich glaube, es gab noch eine andere Höhle. Wir müssen auf jeden Fall nicht durch diese labyrinthischen Gänge zurück. Ja, ich gehe ja mal raus. Den nehmen wir noch mit. Ja, eigentlich wollte ich das Video an der Stelle hier beenden, aber man ist so drin und dann geht man noch einen Schritt weiter, dann hat man wieder Gegner, will die natürlich bekämpfen für Erfahrungspunkte und schon wird das Video länger als gewollt. Aber egal, Stunde ist noch im Rahmen. Ich versuche ja immer eine Dreiviertelstunde anzupeilen, aber maximal eine Stunde. Okay, jetzt haben wir auch wieder ordentlich Schaden bekommen. Ja, und ich würde sagen, diese Höhle, die wir jetzt betreten haben, die machen wir dann im nächsten Video und schauen dann, dass wir dann zum zweiten Palast uns mal aufmachen und den nächsten Kristall einsetzen. Bis dahin dürfen wir ja nochmal aufgestiegen sein und im Palast dann vielleicht auch nochmal zweimal aufsteigen. Ja, das wird wieder gut unsere Werte erhöhen. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zuschauen, hoffe, dass ihr bei meiner nächsten Episode zu Zelda 2 The Adventure of Link wieder mit dabei seid. Wünsche euch bis dahin alles Gute, euer Rönne.